Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich heute zu unserem zweiten Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung Ursprünge. Und ich freue mich besonders, dass ich Uli Christensen begrüßen darf, der uns heute einen Vortrag über den Ursprung des Sonnensystems geben wird. Und ich denke, das ist ein hochinteressantes und hochaktuelles Thema. Bevor er mit seinem Vortrag beginnt, möchte ich natürlich auch ein wenig erzählen zu seiner Vita. Er hat Physik an der TU in Braunschweig studiert, hat dort promoviert, hat dann an der Universität Mainz in Geophysik habilitiert, ist dann nach Göttingen gekommen und war dort Professor für Geophysik und danach zusätzlich Direktor und wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Vielleicht ganz wichtig ist, dass er den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis 1994 bekommen hat. Der DFG, der wichtigste Forschungspreis, der in Deutschland vergeben wird. Seit 1995 ist er Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Göttingen und seit 1999 Mitglied der Leopoldina, der Nationalen Akademie. Bevorzugte Forschungsprojekte sind von ihm Aufbau und Dynamik des Inneren von Planeten. Er hat sich mit dem Silikatmantel der Erde beschäftigt, mit planetaren Magnetfeldern und ähnlichen Dingen. Ich glaube, ein wesentliches Ziel seiner Forschung ist und war, einfach zu verstehen, was Planeten gemeinsam haben oder was sie natürlich auch unterscheidet und ganz wichtig ist, was hat eigentlich den Planet Erde habitabel gemacht und welche Bedingungen wir dazu brauchen. Ich denke, das wird auch ein Thema sein seines Vortrags und ich bitte ihn jetzt, dass er mit seinem Vortrag beginnen möchte. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Joachim, für die Einführung. War spannend, eben auf den Vorspann zu gucken mit diesem Countdown. Er hat mich an Raketenstarts erinnert, aber es ging dann ja leider gar nicht bis null, sondern du warst schon vorher im Bild. Aber na gut, wie dem auch sei. Guten Abend auch, liebe Zuhörer und Zuschauer. Ich finde es ein bisschen bedauerlich, dass ich sie nicht vor mir sehen kann. Aber in dieser Ausnahmesituation geht es ja leider nicht anders. Im Titel meines Vortrags taucht der Begriff Heimat auf. Unter Heimat kann man die Stadt oder das Dorf verstehen, in dem man lebt, oder auch eine Region, aber jedenfalls ein kleiner, abgegrenzter Teil der Erde. Für den Astronomen ist das Sonnensystem unsere kleine Heimat im Kosmos, riesig natürlich nach menschlichen Maßstäben, aber nur ein winziger Teil des gesamten Universums. Jetzt habe ich ein Problem mit der... Ja, jetzt geht es weiter. Unser Sonnensystem besteht aus unserem energiespendenden Zentralstern, der Sonne, die knapp 99,9% der Gesamtmasse des Sonnensystems in sich vereinigt. Und wegen ihrer schieren Größe ist sie in diesem Bild hier nur ganz am Rande angedeutet. Sie wird von den Planeten umkreist in wohlgeordneten Bahnen. Näher an der Sonne befinden sich die festen Gesteinsplaneten mit einem Eisenkern, Merkur, Venus, Erde und Mars. Und weiter außen kreisen die vier großen Gasplaneten, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. So wie die Sonne über 99% der Gesamtmasse des Sonnensystems ausmacht, so beinhalten die vier großen Gasplaneten alleine auch 99,5% der gesamten Planetenmasse in sich. 71% davon allein sind es schon im Jupiter. Die Erde ist ein Winzling im Vergleich und macht nur etwa 0,2% der gesamten Masse aus. Hier in diesem Bild ist noch ein winziges braunes Pünktchen versteckt, das Sie vielleicht noch nicht gesehen haben. Hier ist es. Das soll den Pluto darstellen.
Das ist einer der größten Vertreter einer ganzen Menge von kleinen Körpern, die es auch noch gibt. Asteroide, Kometen, sogenannte Kuiperbeltobjekte. Die tragen aber so gut wie gar nichts zur Gesamtmasse bei. Aber diese kleinen Körper stellen gewissermaßen den Bauschutt von der Bildung des Planetensystems dar. Was ist nun der Ursprung des Sonnensystems, so wie wir es heute vorfinden? Eine der ersten wissenschaftlichen Hypothesen dazu geht auf Immanuel Kant zurück, in seiner, wie es heißt, Theorie des Himmels oder Versuch von dem mechanischen Ursprung des gesamten Weltgebäudes. In dieser Arbeit versucht er 1755 die Entstehung des Sonnensystems ohne das direkte Einwirken einer ordnenden göttlichen Macht zu erklären, eben auf mechanischem Wege. 40 Jahre später entwickelte Pierre-Simon Laplace eine ähnliche Theorie. Sie postulierten, dass sich die Planeten aus einer flachen, rotierenden Scheibe aus Gas und festen Stoffen gebildet haben. Nachdem diese Idee in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter den Astronomen etwas in Misskredit gekommen war, hat sie in den letzten 60 Jahren eine grandiose Wiederauferstehung erlebt. Nicht zuletzt hat er dazu beigetragen, dass wir mit modernen astronomischen Instrumenten, wie dem Hubble Space Teleskop, in unserer kosmischen Nachbarschaft die verschiedenen Schritte bei der Bildung neuer Sterne und Planetensysteme, dass wir die direkt sehen können. Und das, was wir heute dort beobachten, hat sich vor rund 4,5 Milliarden Jahren bei uns abgespielt. Nun, die Abschlussveranstaltung dieser Ringvorlesung im Februar hat den Titel Ursprung, kann etwas aus dem Nichts entstehen? Das ist sicherlich eine diffizile Frage, zum Beispiel, ob unser Universum im Urknall aus dem Nichts entstanden ist. Ich habe es da mit meinem Thema etwas einfacher. Bei der Bildung des Sonnensystems müssen wir zum Glück nicht mit nichts anfangen. Der Raum zwischen den Sternen unserer Milchstraße ist nicht völlig leer. Allerdings ist die Materie dort extrem dünn verteilt. Im Schnitt findet sich dort etwa ein Atom pro Kubikzentimeter. Ausgangspunkt der Bildung von Sternen und Planeten sind riesige Molekülwolken, wo die Dichte etwas höher ist, vielleicht 100 bis 1000 Atome pro Kubikzentimeter. Das ist aber immer noch 100 mal weniger, als sich in dem besten auf der Erde herstellbaren Ultrahochvakuum befindet. Diese Molekülwolken bestehen zum ganz überwiegenden Teil aus Materie, die sich beim Urknall gebildet hat, nämlich etwa 3/4 aus Wasserstoff und 1/4 aus Helium. Hinzu kommen noch etwa 2% an schweren Elementen, die von den Astrophysikern summarisch Metalle genannt werden, selbst wenn es sich um so etwas wie Sauerstoff dabei handelt. Diese Elemente stammen nicht vom Urknall her, sondern haben sich durch Kernreaktionen in Riesensternen gebildet und sind bei deren teilweise Auflösung in das Medium zwischen den Sternen hineingemischt worden. Die schwersten Elemente können sich sogar nur in explodierenden Sternen, den Supernovae, gebildet haben. Diese schweren Elemente liegen teilweise in der Gasphase vor, aber in kühlen, dichten Molekülwolken teilweise auch als Staubpartikel. Dadurch verschlucken sie zum Beispiel das Licht von dahinterstehenden Sternen oder sie reflektieren das von der vorliegenden Sternen und so werden die Molekülwolken für uns sichtbar. Durch die gewaltige Ausdehnung einer solchen Wolke, die ein oder mehrere Lichtjahre beträgt, ist ihre Gesamtmasse das Vieltausendfache der Sonnenmasse. Selbst ein eher kleines Exemplar hat etwa die tausendfache Ausdehnung noch unseres heutigen Sonnensystems. Wenn nun eine solche Wolke kühl genug und dicht genug ist, sodass die gegenseitige Schwereanziehung der Teilchen den Gasdruck übersteigt, dann kann sie schließlich in sich selbst kollabieren. Dabei fragmentiert sie dann in viele kleinere, dichtere Kernwolken, die protostellare Nebel genannt werden. Und aus diesen einzelnen Wolken bilden sich dann durch weiteren Kollaps ein Zentralstern und die ihn umkreisenden Planeten. Hier dieses Bild zeigt eine besonders spektakuläre Aufnahme des Hubble Weltraumteleskops einer Molekülwolke im fortgeschrittenen Kollapsstadium.
Durch die Aufheizung bei der Kontraktion der Wolke und auch durch die Strahlung von bereits entstandenen Sternen verdampft der vorhandene Staub zum guten Teil hier wieder. Ich zeige Ihnen nun eine kleine Animation. Es handelt sich dabei um die Computersimulation des Kollapses einer Molekülwolke. Die Farben geben hierbei die Materiedichte wieder. Je wärmer die Farbe, umso dichter. Diese Wolke zieht sich zusammen und fragmentiert dabei in einzelne dichte Filamente. An den Rändern geht auch etwas Materie verloren. In diesen gelblichen Bereichen ist die Dichte bereits etwa 100 Mal höher als in den dunkelroten. Dann schließlich bilden sich in diesen dichten Gebieten Sterne. Das kann hier nicht im Detail simuliert werden. Vielmehr werden die fertigen Sterne als kleine weiße Pünktchen dargestellt, die manchmal so ein bisschen wie Golfbälle aus den dichtesten Teilen der Wolken herausschießen. Wenn das Ganze mal so in Gang gekommen ist, dann entstehen sie schließlich in rauen Mengen. Dieser ganze Vorgang soll nach dieser Simulation so ungefähr 200.000 Jahre gedauert haben. Sterne bilden sich also nicht einzeln, sondern zusammen in großen Haufen. Ein solcher Sternhaufen bleibt dann noch etwa 100 bis 200 Millionen Jahre zusammen, bevor die Sterne zerstreut werden. Dieses Bild zeigt hier den hübschen Sternhaufen der Plejaden, der in dieser Jahreszeit so etwa ab 20 Uhr über dem Osthorizont zu sehen ist, bei klarem Himmel. Mit bloßem Auge sieht man 6 bis 8 oder 9 Sterne, mit einem kleinen Fernrohr bereits etliche Dutzende und insgesamt sind es etwa 1000. Die Plejaden sind etwa 100 Millionen Jahre alt, also schon in diesem Stadium des Auseinanderstrebens begriffen. Für unser Sonnensystem müssen wir schließen, dass es kurz nach seiner Entstehung von Sternen umgeben war, die uns viel näher standen, als es heute unsere nächsten Nachbarn am Sternenhimmel tun. Ich komme nun zur Frage, wie denn eigentlich der finale Kollaps in dieser einzelnen protostellaren Wolke vor sich geht, in der sich der Stern bildet, der dann umgeben ist von einem Planetensystem. Ihnen ist vielleicht bei der Animation aufgefallen, dass die dichten Filamente meist eine Rotationsbewegung in die eine oder andere Richtung ausführen. Vor dem endgültigen Zusammenziehen kann diese Rotation sehr geringfügig sein, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein protostellarer Nebel überhaupt keine Drehbewegung hat. Während dieser Kontraktion, der weiteren Kontraktion, muss dann der Drehimpuls erhalten bleiben, wie wir Physiker das nennen, und es wirkt der Pirouetteneffekt. Wenn die Eiskunstläuferin etwa die ausgestreckten Arme anzieht, dann dreht sie sich viel schneller als vorher. Und das Gleiche passiert auch, wenn sich eine solche protostellare Wolke zusammenzieht. Sie muss sich immer schneller und schneller drehen. Dann beginnen Zentrifugalkräfte zu wirken, welche verhindern, dass die Wolke einfach aus allen Richtungen in ihr Zentrum zusammenfallen kann. Vielmehr sammelt sich die Materie in einer flachen, rotierenden Scheibe. Schließlich schafft es ein großer Teil der einfallenden Materie doch, die Zentrifugalkraft zu überwinden und innerhalb der Scheibe nach innen zu wandern. Dort vereinigt sie sich dann zu einem kompakten zentralen Stern, jedenfalls das meiste davon. Im Zentrum des sich zusammenziehenden Sternes steigt die Temperatur schließlich so weit an, dass Kernfusion, das Verschmelzen von Wasserstoff zu Heliumkernen, zündet. Dies setzt dann auch der weiteren Kontraktion des Sternes ein Ende. Diese protoplanetare Scheibe, die den Stern umgibt, ist anfangs sehr heiß und was ursprünglich mal als Staub auf sie eingefallen ist, ist meist verdampft. Wenn sich diese heiße Scheibe dann aber später durch Strahlung wieder abkühlt, dann kondensieren die schweren Elemente erneut zu festen Staubteilchen, die aber zunächst mikroskopisch klein sind. Dadurch erscheinen die protoplanetaren Scheiben als dunkle Gebilde vor einem hellen Hintergrund. Eine große und relativ nahegelegene Region, wo sich heute Sterne und Planeten bilden, liegt im Sternbild Orion, das man
ja, in dieser Jahreszeit bei klarem Himmel so etwa 22 Uhr im Südosten sehen kann. Unterhalb der drei Gürtelsterne sieht man schon mit bloßem Auge diese Sternbildungsregion als nebliges Gebilde. In dieser Region hat das Hubble-Weltraumteleskop zahlreiche solcher Akkretionsscheiben abgebildet, manche in direkter Draufsicht auf die Scheibe und bei manchen blickt man mehr auf die Kante. Weiter außen sieht man da dunkel die staubgefüllte Scheibe, die immer noch die mehrfache Ausdehnung unseres heutigen Sonnensystems haben kann. Und im Zentrum ist die heiße Zentralregion, wo sich dann der Stern bildet. In dieser Scheibe rotieren Gas- und Staubteilchen zusammen um das Zentrum. Diese Staubteilchen sind ursprünglich so knapp ein Tausendstel Millimeter groß. Das ist so etwas mehr als die Größe eines Coronavirus. Wenn diese Teilchen mit geringer Geschwindigkeit miteinander zusammenstoßen, dann haften sie aneinander. Sie bilden zunächst einmal ganz fragile Aggregate, die sich dann aber durch weitere Zusammenstöße zu Körpern von Millimeter bis Zentimeter Größe vereinigen. Unten rechts und links im Bild sehen wir die Nachbildung eines solchen Aggregats im Laborversuch. Und rechts ist eine Aufnahme von einem solchen schon etwas größeren Staubaggregat, was aus dem Kometen 67P, dem Rosetta-Kometen, entstanden ist und was dort auf der Rosetta-Sonde mit einer Mikroskopkamera abgebildet wurde. Mit Hilfe von Radiowellen, so mit Wellenlängen im Zentimeterbereich, hat man festgestellt, dass in vielen dieser protoplanetaren Scheiben sich feste Körper so etwa von Zentimetergröße, so etwa so groß wie ein Kieselstein, gebildet haben. Einige dieser ersten festen Körper, die sich bei der Entstehung unseres Sonnensystems gebildet haben, finden wir heute noch unverändert in manchen Meteoriten. Meteorite, also Gesteins- oder Eisenbrocken, die aus dem Weltraum auf die Erde fallen, repräsentieren oftmals den zusammengekehrten Bauschutt von der Bildung des Sonnensystems. Besonders interessant sind hier die unregelmäßigen hellen Gebiete in einigen Meteoriten, wie dem Allende-Meteorit, der 1969 in Mexiko gefallen ist. Und diese Gebilde haben den etwas sperrigen Namen Calcium-Aluminium-reiche Einschlüsse. Woher wissen wir, dass es sich gerade bei diesen Einschlüssen um die älteste feste Materie im Sonnensystem handelt? Nach ihrer chemischen Zusammensetzung bestehen sie aus Stoffen, die im Vergleich zu anderen erst bei sehr hohen Temperaturen verdampfen. Oder umgekehrt, wenn sich der protoplanetare Nebel, in dem sie zunächst alle Elemente in der Gasphase vorliegt, abkühlt, dann sind das eben gerade diese chemischen Verbindungen in den Einschlüssen, die als erste aus der festen Phase kondensieren. Weiterhin, mit Hilfe des radioaktiven Zerfalls des in ihnen enthaltenen Urans in Blei, lässt sich das Entstehungsalter dieser Einschlüsse sehr präzise datieren. Die Zahl, die dabei herauskommt, ist 4,567 Milliarden Jahre. Das ist älter als alles andere, was wir heute auf der Erde oder auch sonst irgendwo im Sonnensystem vorfinden. Diese Zeitmarke wird auch als die Stunde Null unseres Planetensystems definiert. Unser gesamtes Universum war zu diesem Zeitraum bereits 9 Milliarden Jahre alt, also unsere kosmische Heimat existiert während des letzten Drittels des Weltalters. Die restliche Masse dieses Meteoriten ist etwas später entstanden, etwa 1 Million Jahre nach der Entstehung dieser Einschlüsse. Nun, wenn ich das etwas später nenne, dann spreche ich natürlich in kosmischen Zeitmaßstäben. Aber vergleichen wir einmal die rund 4,5 Milliarden Jahre, die unser Sonnensystem existiert, mit einem Tag von 24 Stunden. Wenn sich diese ältesten Einschlüsse um exakt 0 Uhr gebildet haben, dann ist die restliche Masse des Meteoriten 20 Sekunden später bereits da gewesen. Diese Calcium-Aluminium-reichen Einschlüsse sind auch in anderer Hinsicht hochinteressant.
Sie enthalten nämlich den Fingerabdruck des kurzlebigen Isotops 26 Aluminium. Seine Halbwertszeit beträgt 720.000 Jahre. Kurzlebig ist also wieder im kosmischen Maßstab zu verstehen. Heute, nach rund 6.000 Halbwertszeiten, ist natürlich keine Spur mehr davon vorhanden. Halt, keine Spur, das stimmt nicht. Genauso wie wir aus den versteinerten Knochen wissen, dass es früher inzwischen ausgestorbene Dinosaurier gibt, hat auch das 26 Aluminium seine Spuren hinterlassen. Nämlich die Konzentration seines Zerfallsproduktes 26 Magnesium, was stabil ist, zeigt, dass dieses 26 Aluminium bei Bildung der Meteoriteneinschlüsse noch nicht ausgestorben war. Warum ist das interessant? Wie erwähnt, entstehen die schweren Elemente einschließlich der kurzlebigen radioaktiven Isotope in explodierenden Sternen. Wenn bei der Bildung unseres Sonnensystems noch nennenswerte Mengen an 26 Aluminium vorhanden waren, dann können sie höchstens wenige Millionen Jahre vorher gebildet worden sein. Dies legt nahe, dass eine Supernova in der kosmischen Nachbarschaft einen Teil der schweren chemischen Elemente in den protosolaren Nebel hinein eingetragen hat. Wir erinnern uns, dass die Sonne zusammen mit einem Haufen weiterer Sterne entstanden sein muss. Wenn darunter ein besonders massiver Stern war, mit vielleicht 30 oder 50 Mal mehr Masse als die Sonne, dann müsste er nach dem, was wir über Sternentwicklung wissen, nach wenigen Millionen Jahren spätestens als eine Supernova explodiert sein. Die Schockwelle dieser Supernova könnte auch den Kollaps unseres eigenen kleinen solaren Urnebels angestoßen haben und so Geburtshelfer bei der Entstehung von Sonne und Planeten gewesen sein. Nun, früher nahm man an, dass die Zusammenballung fester Materie sich in einem Kaskadenprozess fortgesetzt hat, also von Kieselsteingröße zu metergroßen Brocken, dann zur Hausgröße und dann immer so weiter bis zu ganzen Planeten. Aber Experimente, die in der Forschungsgruppe von Jürgen Blum aus Braunschweig durchgeführt wurden, unter anderem am Fallturm in Bremen, wo sich für einige Sekunden Schwerelosigkeit herstellen lässt, diese Versuche zeigen, dass es so einfach nicht geht. Sie finden, dass Partikel von Millimetergröße bei einer Kollision noch aneinander haften bleiben. Aber wenn es mehr als ein Zentimeter wird, dann prallen sie bei einer Kollision voneinander ab. Oder sie zerbrechen sogar wieder in kleinere Einheiten. Erst wenn eine Größe von über 100 Meter erreicht würde, dann könnte die Schwerkraft helfen, um die Massen zusammenzuhalten. Ein Ausweg aus diesem Dilemma könnte auf einem Mechanismus beruhen, der zum Beispiel dafür sorgt, dass bei einem Radrennen das Feld der Fahrer typischerweise nicht weit auseinandergezogen ist, sondern dass sich einzelne dichte Pulks bilden. Die Kiesel in dieser protoplanetaren Scheibe sind in das noch vorhandene Gas eingebettet. Beides kreist um die sich bildende Sonne, aber aus gewissen physikalischen Gründen kreisen die festen Körper minimal schneller als das sie umgebende Gas. Diese Kiesel erfahren also einen Gegenwind, der sie abbremst. Wenn sich ein kleiner Pulk von Kieseln bildet, dann spüren die vordersten Partikel den vollen Gegenwind, während die hinter ihnen Kreisenden ein wenig im Windschatten der Vorausfliegenden sind und deshalb aufschließen können. Aus diesem Grund, so wird angenommen, bilden sich aus einer ursprünglich gleichmäßigen Verteilung von etwa kieselgroßen festen Körpern immer dichter werdende einzelne Haufen. In einem solchen Pulk kann denn die Konzentration der Kiesel so groß werden, dass sich der gesamte Haufen unter seiner eigenen Schwerkraft zusammenballt. So würde sich in einem Rutsch ein Protoplanet von etwa 100 bis 1000 Kilometer Durchmesser bilden. All dies muss nach astronomischen Maßstäben schnell passieren, innerhalb einiger hunderttausend Jahren nach der Stunde Null oder, um in unserem Bild zu bleiben, innerhalb der ersten 5 bis 10 Sekunden des Tages. Andernfalls würden die Kiesel wegen des bremsenden Gegenwindes in Spiralbahnen in die Sonne hineinstürzen. Ein paar wenige solcher Protoplaneten sind erhalten geblieben.
Zum Beispiel die Vesta, die zwischen Mars und Jupiter um die Sonne kreist und einen Durchmesser von etwa 500 Kilometern hat. Sie wurde hier zum Beispiel von der an unserem Institut gebauten Kamera auf der Raumsonde Dawn abgebildet. Ein Größenvergleich mit der Erde zeigt, dass es noch ein gutes Stück Wegs von einem Protoplaneten zu einem richtigen Planeten ist. Aber auch das dürfte nicht allzu lange gedauert haben. Zum einen sammeln die Protoplaneten durch ihre Schwerkraft die verbleibenden Kiesel aus nahegelegenen Umlaufbahnen ein, was auch noch zusätzlich durch die Bremswirkung des Gases auf die Bewegung der Kiesel gefördert wird. Zum anderen kollidieren diese Protoplaneten gelegentlich miteinander und bilden dann dabei immer größere Körper. Wenn diese Körper dann fast Planetengröße erreicht haben, dann werden bei solchen Kollisionen gewaltige Energiemengen freigesetzt, die das Innere des Planeten weitgehend aufschmelzen. Unser Mond ist wahrscheinlich das Ergebnis des Impaktes eines sehr großen Protoplaneten von etwa ein Zehntel oder ein Fünftel der Erdmasse auf die schon fast fertige Erde. Am nächsten Dienstag wird Harald Hiesinger ausführlich darüber und über die Bildung des Mondes sprechen. Wie lange die Bildung der Erde aus solchen Protoplaneten gedauert hat, wissen wir nicht ganz genau. Aber um im Bilde unserer Uhr zu bleiben, sollte die Erde spätestens 10 Minuten nach Mitternacht so im Großen und Ganzen fertig gewesen sein. Verglichen mit der Erde und den anderen Gesteinsplaneten haben die Gasplaneten weiter außen im Sonnensystem viel mehr Masse. Wie erklärt man sich ihre Entstehung? In den inneren Bereichen der protoplanetaren Scheibe, nahe an der entstehenden Sonne, ist es heiß und dort können sich nur feste Körper aus Stoffen mit einer hohen Verdampfungstemperatur bilden, so wie Eisen oder Silikatmineralien. Weiter außen ist es kühl genug, dass sich auch flüchtigere Stoffe wie Wasser verfestigen können. Diese sogenannte Schneegrenze lag wahrscheinlich etwa im 3- bis 4-fachen heutigen Erdabstand von der Sonne. Unter den schwereren Elementen war Sauerstoff in der protoplanetaren Scheibe deutlich häufiger als Silizium oder Eisen. Wasserstoff ist sowieso in rauen Mengen vorhanden, sodass sich jenseits dieser Schneegrenze nicht nur Silikate, sondern auch in großen Mengen festes Wassereis gebildet haben muss. Die Bildung von Protoplaneten und deren Akkretion zu festen planetaren Embryos wird dort draußen zunächst ähnlich verlaufen sein wie bei den Gesteinsplaneten innen im Sonnensystem. Nur dass außen diese Protoplaneten überwiegend aus Eis und anderen volatileren Materialien bestanden. Weil davon weit mehr da war als an Gesteinsmineralien, können sie auch noch massiver werden als die Gesteinsplaneten. Sobald diese Körper etwa die 10-fache Masse der Erde erreicht haben, ist ihre Schwerkraft groß genug, um auch das Gas, was noch vorhanden ist, Wasserstoff und Helium, aus ihrer Umgebung an sich zu ziehen und an sich zu binden. Diese Planeten räumen dann in der weiteren Umgebung ihrer Umlaufbahn ein, auf, indem sie sowohl das Gas als auch noch die anderen noch vorhandenen festen Körper aufsammeln, was sich in weniger als 1 Million Jahren, entsprechend 20 Sekunden, abgespielt haben sollte. Vermutlich ist die Bildung der großen Planeten Jupiter und Saturn eher und schneller vonstatten gegangen als die der festen Gesteinsplaneten, welche bildlich gesprochen bis zu 10 Minuten bis zu ihrer endgültigen Bildung gebraucht haben können. Spektakuläre Aufnahmen von protoplanetaren Scheiben aus unserer kosmischen Nachbarschaft zeigen mitunter konzentrische Lücken in dieser Scheibe, die so interpretiert werden können, dass sich dort große Planeten gebildet haben. Den Planeten selber sieht man nicht, sondern nur die Lücken da, wo sie die Scheibe am Leerfegen sind. Es ist nun nicht selbstverständlich, dass Planeten auf Dauer in dem Abstand um ihren Stern kreisen, wo sie sich gebildet haben. Heute kennen wir über 4000 Exoplaneten, die um andere Sterne als die Sonne kreisen. Viele von ihnen sind sogenannte heiße Jupiter, das heißt massive Gasplaneten, etwa von Jupitergröße, die aber viel näher an ihrem Mutterstern kreisen als die Erde um die Sonne. An ihrer Oberfläche ist es dann entsprechend heiß. In ihren heutigen Bahnen können sie sich nicht gebildet haben. Da war nicht genug Materie in der Scheibe vorhanden,
und auch andere Voraussetzungen zu ihrer Bildung waren nicht erfüllt. Vielmehr müssen diese Planeten nach innen gewandert sein. Hier kommt nun die Himmelsmechanik ins Spiel. Wenn es nur einen einzigen Planeten gibt, der seinen Mutterstern in genügendem Abstand umkreist, dann bleibt er auf immer in der gleichen Ellipsenbahn. Wenn es eine Handvoll von Planeten gibt, die in ausreichendem Abstand voneinander einen Stern umkreisen, dann ziehen und ruckeln die zwar ein wenig aneinander durch die gegenseitige Schwereanziehung, aber wenn man Glück hat, bleiben auch ihre Bahnen für Milliarden Jahre stabil. Nicht so, wenn daneben auch noch größere Mengen an Gas oder ein Riesenschwarm von kleinen Protoplaneten vorhanden ist, so wie das am Anfang der Fall gewesen sein muss. Ein Jupitergroßer Planet stört mit seiner Schwerkraft die Bahnen von Gas und kleinen Körpern in der umgebenden Scheibe, sodass sich dort zum Beispiel spiralartige Verdichtungen oder Ausdünnungen bilden können, wie in Modellrechnungen zu sehen ist. Diese Umverteilung der Masse in der Scheibe wirkt ihrerseits auf den Planeten zurück und kann eine Migration sowohl nach außen wie nach innen bewirken, wobei die genaue Richtung von den Eigenschaften der Scheibe abhängt. Die Migration wird aber im Regelfall eher nach innen erfolgen. Und so die heißen Jupiter in den Exoplanetensystemen müssen auf diese Weise dahin gewandert sein, wo wir sie heute sehen. Nach der sogenannten Grand-Tec-Hypothese hat auch unser Jupiter bei seiner Bildung eine solche Migration nach innen begonnen. Das englische Wort Tec hat verschiedene Bedeutungen. Hier ist die Wende beim Segeln gemeint. Diese Migration sollte Jupiter innerhalb von 100.000 Jahren bis auf den anderthalbfachen Erdabstand von der Sonne geführt haben, dreimal näher, als er heute steht. Wenn sich diese Migration fortgesetzt und zu einem heißen Jupiter geführt hätte, dann hätte sich die Erde erst gar nicht gebildet. Oder wenn sie bereits existiert hätte, wäre sie von Jupiter aus dem Weg geräumt worden, indem er sie entweder verschluckt oder nach außen katapultiert hätte. Uns gäbe es dann heute nicht. Und wir könnten uns keine Gedanken dazu machen, wie alles einmal angefangen hat. Ja, was hat denn nun die große Wende bewirkt? Saturn, der zweitmassigste und weiter außenstehende Planet, wäre ebenso wie der Jupiter mit nach innen gewandert. Nach den Gesetzen der Himmelsmechanik wird die Umlaufbahn eines Planeten um die Sonne umso kürzer, die Umlaufzeit umso kürzer, je näher der Planet an der Sonne steht. Irgendwann bei dieser gemeinsamen Migration von Jupiter und Saturn wäre dann die Situation eingetreten, dass Jupiter in der Zeit, in der Saturn zweimal um die Sonne läuft, die Sonne exakt dreimal umkreist. Eine solche Situation nennen wir eine Resonanz, in diesem Fall eine 3:2-Resonanz. Solche Resonanzen zwischen Planetenbahnen sind immer für außergewöhnliche Ereignisse gut. Denn kleine Störungen durch gegenseitige Schwerkraftwirkung, die sich normalerweise im Mittel aufheben, können sich nun aufschaukeln und zu drastischen Veränderungen führen. Das ist so etwa wie, wenn ein kleines Kind auf der Schaukel sitzt und wenn Sie dem einen kleinen Stups, aber immer im richtigen Augenblick geben, dann schwingt die Schaukel sich immer mehr auf und im Extremfall kann es sogar zum Überschlag kommen. Nun, bei diesem Grand Tec soll sich die Massenverteilung in der verbleibenden Gasscheibe durch die eingetretene Bahnresonanz zwischen Jupiter und Saturn so verändert haben, dass sich nun die Migrationsrichtung umkehrt. Also Reh und über die Fock und ab da wanderten Jupiter als auch Saturn wieder nach außen. Den Raum näher an der Sonne ließen sie von da an in Ruhe, sodass sich hier die Erde und die anderen festen Planeten bilden konnten. Ob es sich wirklich so abgespielt hat, ist nicht ganz sicher. Modellsimulationen zeigen aber, dass es so durchaus gewesen sein könnte. Und diese Hypothese liefert auch einige Erklärungen für Eigenschaften unseres heutigen Planetensystems. Ja, nachdem innerhalb von 1 Million Jahre das meiste Gas aus der protoplanetaren Scheibe verschwunden war, sollten solche Migrationsbewegungen nur noch durch die Wechselwirkung der großen Gasplaneten
mit dem übrig gebliebenen Schwarm an kleinen Protoplaneten und anderen kleinen festen Körpern möglich gewesen sein. Sie sollten dann auch deutlich langsamer erfolgt sein. Nach dem sogenannten Nizza-Modell, benannt nach der Stadt, wo es entwickelt wurde, könnte es dabei aber noch einmal zu einem größeren Aufruhr gekommen sein. Etwa 700 Millionen Jahre nach der Stunde Null oder 3,8 Milliarden Jahre vor heute oder, um in unserem Bild zu bleiben, kurz nach 3 Uhr nachts. Damals könnten Jupiter und Saturn erneut in eine Bahnresonanz geraten sein, diesmal eine 2-zu-1-Resonanz. Unter anderem hätte es dann einen Riesentumult in den noch vorhandenen Schwarm kleiner Körper gegeben, sodass etliche von ihnen kreuz und quer durch das Planetensystem schossen. Das wäre eine Erklärung für das späte massive Bombardement gewesen, bei dem die Rate an Impakten auf den Planeten und auf dem Mond, die vorher kontinuierlich abgenommen hatte, wieder einmal plötzlich in die Höhe ging. Die großen Einschlagbecken auf dem Mond, die heute den dunklen Teil des Mondgesichtes bilden, sind gerade zu dieser Zeit entstanden. Dieses Nizza-Modell sagt auch spektakuläre Änderungen im äußeren Planetensystem durch diese Resonanz voraus. Die Anziehungskraft der Sonne, die die inneren Planeten einigermaßen an der Kandare hält, ist dort weit draußen nicht mehr so dominant. Hier in diesem Diagramm ist auf der horizontalen Achse die Zeit aufgetragen, und auf der Y-Achse der Abstand der vier großen Gasplaneten von der Sonne. Da die Bahnen keine exakten Kreisbahnen sind, sondern elliptisch, ist jeweils nicht nur eine Linie gezeichnet, sondern drei für den minimalen, den mittleren und den maximalen Abstand. Diese Modellrechnung beginnt nach dem Grand Tack. In den ersten 700 Millionen danach, bis zu der gestrichelten Linie, ist es ziemlich ruhig, aber dann kommen Jupiter und Saturn in diese 2-zu-1-Resonanz. Ein frappierendes Ergebnis ist, dass Uranus und Neptun kurzzeitig auf extrem elliptische Bahnen geraten und nach einer engen Begegnung miteinander ihre Plätze getauscht haben. Also, Neptun wäre ursprünglich der näher an der Sonne stehende Planet gewesen. Aber in diesem großen Aufruhr durch die Resonanz zwischen Jupiter und Saturn hätten sie eine Rochade gemacht. Nun, nicht alle Modellrechnungen dieser Art, die mit etwas unterschiedlichen Startbedingungen begonnen werden können, zeigen diesen Platztausch, aber doch etwa die Hälfte. Es ist also nicht sicher, ob dieses Bäumchen-Wechsel-Spiel wirklich stattgefunden hat, aber es ist doch eine Möglichkeit. Nun, danach aber ist es dann wesentlich ruhiger zugegangen. Der meiste Bauschutt wurde bei diesem Ereignis aus dem Weg geräumt und die Planetenbahnen haben sich seitdem nur noch wenig und kontinuierlich verändert. Heute sind wir in diesem Diagramm bei der schwarzen Linie angelangt und in den nächsten Milliarden Jahren sollte dann auch nichts Außergewöhnliches mehr geschehen. Diese relative Stabilität in den letzten 3,8 Milliarden Jahren war sicherlich eine der Voraussetzungen dafür, dass sich auf der Erde eine Biosphäre ausbilden konnte. Die ersten mehrzelligen Lebewesen erschienen so etwa erst um 9 Uhr abends und eines von ihnen, das in den letzten 10 Sekunden vor Mitternacht auf den Plan getreten ist, hat dann sogar begonnen, den Aufbau und die Entstehung der Welt zu erforschen. Dieser Zustand der relativen Ruhe in unserem Sonnensystem sollte noch weitere 4 bis 5 Milliarden Jahre andauern. Also im Prinzip kann noch mal ein ganzer Tag vor uns liegen, wenn wohl auch nicht für uns als Menschheit, dann aber doch für das Planetensystem. Dann aber hat die Sonne ihren Vorrat an Wasserstoff weitgehend aufgebraucht. Nun, bei den Sternen ist es so, dass, wenn ihr Kapital langsam zu Ende geht, sie dann nicht sparsamer damit umgehen, sondern gerade umgekehrt, je näher es aufs Ende zugeht, umso schneller verprassen sie den verbleibenden Brennstoff. Also nach etwa 4 bis 5 Milliarden Jahren wird sich die Sonne für eine kurze Zeit zu einem roten Riesenstern aufblähen, der so groß ist, dass er Merkur und Venus, vielleicht auch die Erde, verschlingen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
und für Ihr Interesse. Herzlichen Dank für deinen schönen Vortrag. Ich denke, der hatte da einige Sachen klar gemacht, wie veränderlich eigentlich auch die Planetensysteme sind. Und ich denke, es wird einige Fragen dazu geben. Und ich habe jedenfalls erstmal eine Frage, und zwar die Akkretion ist für mich immer noch ein großes Problem. Und welche Meteoriten oder welche Gesteine waren denn das jetzt bevorzugt? Waren das also die Gesteine, diese kohligen Chondriten wie denn Allende oder waren das andere, die also überwiegend die, sagen wir mal, die Gesteinsplaneten haben entstehen lassen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Naja, da gehen die Meinungen immer noch ein bisschen auseinander. Also die kohligen Chondrite waren natürlich der bevorzugte Kandidat, gerade weil sie eben in ihrer Zusammensetzung ziemlich genau die Sonnenatmosphäre widerspiegeln, also so ein bisschen durchschnittliche Zusammensetzung an Elementen, die wir damals hatten und auch, was wir heute auf der Erde finden, so etwa in den richtigen Verhältnissen wie in kohligen Chondriten vorhanden war. Andere Dinge stimmen nicht so gut und es gibt ja noch die alternative Hypothese, dass das mehr Enstatit-Chondrite gewesen waren. Aber das wird vielleicht für die Masse unserer Zuhörer jetzt ein bisschen sehr speziell, wenn wir da hineingehen. Herr Christensen, Herr Thorsten Walter fragt, wenn der heiße Jupiter einen Planeten nach außen katapultiert, ist es denkbar, dass er den Planeten so weit schleudert, dass dieser dann durch das Weltall vagabundiert? Ja, das ist auch möglich. Es wird vermutet, dass es vielleicht gar nicht so wenige Einzelgänger existieren, also Planeten, die in ähnlichen Ereignissen aus ihrem Sonnensystem herauskatapultiert wurden. Wirkliche Planeten hat man noch nicht gefunden. Allerdings hochinteressant, vor wenigen Jahren haben wir zum ersten Mal ein kleines Objekt, eher so ein kleiner Kometensplitter wird das gewesen sein, gesehen, der ganz eindeutig nicht aus unserem Sonnensystem gekommen ist, sondern sozusagen als Kurzzeitbesucher nah an der Sonne vorbeigeflogen ist und sich dann auf dem Immerwiedersehen wieder verabschiedet hat. Aber da gibt es sicherlich eine Menge Körper, die vagabundieren durch das Weltall, die sozusagen Waisenkinder sind und von ihrer Mutterstern verlassen worden sind oder den verlassen haben. Ja, es gibt dann doch eine Frage, vielleicht nochmal, das müsstest du nochmal erklären, was wird nochmal zur Migration von Jupiter und Saturn nach innen? Das vielleicht nochmal in einfachen Worten. Naja, so ganz einfach ist das dann leider gar nicht zu beschreiben. Also natürlich bestimmt, was passiert in einem solchen Planetensystem, wo noch eine Gasscheibe da ist und viele kleine Körper, ist die Schwereanziehung. Und erstmal dominiert natürlich die Sonne in der Mitte, das ist die größte Masse. Von daher wandert alles so auf ungefähr Kreis- oder elliptischen Bahnen. Aber auch die Masse zwischen Planeten und Scheibe, die erzeugt auch gegenseitige Anziehung. Und wenn nur so eine richtige Scheibe vorhanden ist, dann stört Jupiter die Massenverteilung in dieser Scheibe. Aber in der Physik gibt es immer Aktio und Reaktio. Wenn der eine den anderen stört, wird er selber zurückgestört. Und diese Umverteilung der Massen führt dann dazu, dass der Planet nach und nach immer weiter nach innen wandert, natürlich auch dann die ganze Scheibe vor sich teilweise herschiebt, zum Teil aber auch aufsaugt und damit weiter anwächst. Es gibt eine Frage von Frau Nora Böttich. Herr Christensen, wie schätzen Sie es ein, war die Entstehung der Erde purer Zufall? Das ist schwer zu beantworten, die Frage. Fangen wir mal an, Entstehung von Planetensystemen oder Planeten überhaupt. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter und ein bisschen länger im Geschäft. In den Anfang der 90er Jahre, als ich da Vorlesungen über Planeten und Sonnensystem gehalten habe,
Dann habe ich auch gemeint, ja, ob unser Sonnensystem ganz seltener Ausnahmefall ist oder auch ob um andere Sterne, Planetensysteme existieren, wissen wir nicht. Das war damals so. Inzwischen wissen wir, dass um viele andere Sterne, Planetensysteme existieren, vielleicht sogar um mehr oder weniger alle. Von daher ist die Entstehung von Planetensystemen sicherlich kein Zufall um die Sterne. Natürlich die Erde, so wie sie heute existiert, ja, da muss vieles zusammengekommen sein, dass sie gerade so aussieht, wie sie ist, dass sie gerade dort ist, wo sie heute ist. Das können viele Dinge sein, wie diese komische Migration von Jupiter und Saturn, die erst in die eine Richtung geht, aber dann wieder doch nach außen. Also da hat viel zusammengewirkt und sicherlich. Ja, in unserem Fall hat es so gewirkt, dass wir tatsächlich eine habitable Erde am Ende bekommen haben. Wie viele habitable Planeten es anderswo gibt, wage ich nicht zu prognostizieren. Also nicht nur habitable, sondern vielleicht auch bewohnte Planeten. Aber also vielleicht sind wir die glücklichen Gewinner. Und es war ein seltener Zufall. Bevor wir zur nächsten beantworteten Frage kommen, ganz kurz noch dazu. Hast du irgendeine eine Vorstellung? Du hast es ja schon angesprochen. Wie oft kannst du dir das vorstellen, ist so eine Erde entstanden? Ja, aber jetzt bezogen auf den Gesamtkosmos. Jetzt in unserer Galaxie oder was brauchen wir denn eigentlich noch dazu? Naja, das ist die Frage, was versteht man unter einer Erde? Wenn man einen festen Gesteinsplaneten etwa von Erdgröße versteht, da wird es sehr, sehr viele geben in unserem Kosmos. Muss nicht der Regelfall sein, das ist die überall, sicher nicht überall, aber sie wird sehr häufig sein. Nächster Punkt ist, wenn es darum geht, um eine Erde, die bewohnbar ist, wo wohl eine der wichtigsten Voraussetzungen ist, irgendwie flüssiges Wasser sollte vorhanden sein. Einmal muss sie dann in der richtigen Abstand von ihrem Stern stehen. Manche Sterne sind heißer, andere weniger heiß. Von daher muss das nicht der Abstand der Erde von der Sonne heute sein. Das wird dann schon seltener gerade stimmen. Und ob wirklich das Wasser da ist. Wir wissen ja auch gar nicht genau, woher kommt denn genau das Wasser auf der Erde. Das meiste wurde vielleicht mit hydrierten Mineralien von den Asteroiden oder den Protoplaneten eingetragen, vielleicht haben Kometen noch dazu beigetragen. Bei diesem Riesenaufruhr, der vor 3,8 Milliarden Jahren stattgefunden haben könnte und zu diesem späten massiven Bombardement geführt hat, da geht man auch davon aus, dass viele Körper aus dem äußeren Sonnensystem, da wo heute Pluto und so weiter sind, dass die kreuz und quer geschossen wurden. Und diese Körper, das sind hauptsächlich Eiskörper, also da ist viel Wasser drin. Die könnten Wasser auf die Erde gebracht haben. Das kann man vielleicht entscheiden, wenn man weiß, wie die Isotopenzusammensetzung Ja. typischerweise da außen ist. Bei den meisten Kometen stimmt sie nicht gut mit der Isotopenzusammensetzung des Ozeanwassers überein. Also da gibt es viele diffizile Fragen. Ja, um zurückzukommen, wie viele Erden gibt es, je erdähnlicher man die natürlich machen will, umso weniger wird es die geben. Aber natürlich ist die Zahl der Sterne schon allein in unserer Milchstraße derart riesig, dass ich es mir durchaus vorstellen kann, dass wir einige Planeten haben, die ziemlich nah in vielen Aspekten der Erde kommen. Gut, danke. Ich stelle die nächste Frage vor. Sie stammt von Martin Laube. Und er fragt nach der Theorie der Planetenscheibe, die auf Kant zurückgeht und die in jüngerer Zeit neu entdeckt wurde. Und er wüsste gerne, wie die Entstehung des Planetensystems in der Zeit zwischen Kant und heute erklärt wurde. Ja, die Kritik an der Kant-Laplace'schen Theorie mit dieser Scheibe war die, ja, wenn sich da alles in so einer Scheibe befindet, da wirkt ja die Zentrifugalkraft, die macht Probleme, dass die Materie wirklich nach innen in die Sonne strömen kann. Und die Sonne rotiert ziemlich langsam durch den Pirouetteneffekt. Alles, was nach innen strömt, sollte ja immer schneller rotieren. Also wieso rotiert die Sonne so langsam?
So könnte es eigentlich nicht gewesen sein. Also so wurde etwa um 1900 wurde Kritik an der Kant-Laplace'schen Theorie laut. Das ist auch immer noch ein Problem, wie eigentlich die Materie in dieser rotierenden Scheibe in die Sonne hineinströmen kann. Dazu muss sie, wie wir Physiker sagen, Drehimpuls verlieren. Der kann nicht einfach verloren gehen, der muss abgegeben werden. Da muss außen dann was schneller rotieren. Das ist immer noch. Wir haben da Ideen, durch Magnetfelder könnte das mitbewirkt sein, aber es ist immer noch ein Problem. Ja, nun zu der Frage, was haben sich denn die Astronomen dazwischen gedacht, nachdem sie Kant-Laplace verworfen haben? Also eine populäre Theorie war, dass es einen nahen Vorbeiflug eines anderen Sterns an der Sonne gegeben hat. Und dieser Vorbeiflug hat dann Materie rausgerissen aus der Sonne. Und die sich dann so in einem Ring, so ähnlich wie der Saturnring um den Saturn heute vielleicht verteilt hat, um die Sonne. Und aus dem seien dann die Planeten, hätten sich die Planeten gebildet. Also das war eine relativ populäre alternative Erklärung. Wenn das stimmte, dann wäre sowas wahrscheinlich natürlich ein seltener Zufall gewesen und es gäbe wenig Planetensysteme. Aber heute sehen wir ja, wirklich in Sternbildungsregionen, wie sich diese Scheiben dort bilden. Und spätestens dann, das hat dann Kant Laplace wieder rehabilitiert. Das ist eine andere Nochmal. interessante Frage. Wie kann man denn eigentlich so einen extrasolaren Körper, Vagabunden, der also jetzt durch den Weltraum wandert, wie kann man den eigentlich unterscheiden von dem, was eigentlich zu so einem System gehört? Wie macht man das? Naja, die allermeisten sehen wir ja gar nicht. Sie leuchten nicht und der nächste Stern ist so weit weg, dass das reflektierte Licht so schwach ist, dass unsere besten Teleskope da nichts machen können. Wenn jetzt aber tatsächlich so ein Vagabund mal der Sonne, also nahe in unser Sonnensystem eindringt und von der Sonne beleuchtet wird und wir ihn dann sehen können, dann ist das eine ganz einfache Frage. Alle, die zu unserem Sonnensystem gehören, die gerade laufen auf Bahnen zwischen kreisförmig bis elliptisch. Manchmal können das ja lange Ellipsen sein. Aber Vagabunden, die von außerhalb kommen, die laufen auf sogenannten Hyperbelbahnen. Die kommen von irgendwo wieder herein, aber entfernen sich dann auf immer wieder sehen von der Sonne. Es ist also genau diese Bahn, die entscheidet, ist es eine Ellipsenbahn, die bleibt in der Umgebung der Sonne. Dazwischen liegt die Parabel, das ist aber ein Sonderfall, der so gut wie nicht vorkommt. Und wenn es eine Hyperbelbahn ist, dann muss der von außen kommen. Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar die gewaltige Explosion, die dann diese Nebel entstehen ließ, aus denen Planeten wurden, muss doch durch irgendetwas verursacht worden sein. Was ist der vorstellbare Grund für diese gigantische Detonation? Ja, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Also erstmal die Entstehung der Nebel selber, das sind diese Molekülwolken, die riesig ausgedehnt, erstmal sehr dünn sind, aber wenn sie kalt sind, ist der Gasdruck so klein, dass die Schwerkraft ausreicht, dass sie sich zusammenziehen können. Diese Explosion, die kam da ins Spiel, wo vielleicht als Trigger für den endgültigen Kollaps eines kleinen Teils dieses großen Nebels, aus dem sich dann unser Sonnensystem, vielleicht auch andere, die ganz in der Nähe sich gleichzeitig gebildet haben, entstanden sind, eben diese Supernova-Explosion. Supernovae, das sind explodierende Sterne, Sterne, die sehr massig sind, also ein Vielfaches der Sonnenmasse haben. Die gehen noch viel verschwenderischer mit ihrem Brennstoff um und die sind praktisch schon nach wenigen Millionen Jahren, haben sie alles verausgabt, was sie hatten. Und wenn die Masse sehr groß ist, dann kommen wir in das Stadium, wo im Zentrum dieses Sternes die Gravitation so riesig ist, dass nichts mehr der Gravitation standhalten kann. Keine physikalische Kraft, wie wir kennen. Und dann kollabiert dieses Zentrum zu einem schwarzen Loch. Weiter außen aber, die Hülle des Sterns,
wird bei dieser Explosion, da ist noch jede Menge Wasserstoff da, und der zündet dann im Augenblick, zündet dort die Fusion zu Helium, oder auch Helium vereinigt sich zu noch schwereren Elementen, und in einer Riesenexplosion wird das nach außen weggeblasen. Eine solche Supernova-Explosion hat möglicherweise eben den Trigger gespielt. Der Stern muss sich dann natürlich schon selbstständig irgendwo in unserer Umgebung gebildet haben aus dieser Molekülwolke. Er muss ja massig gewesen sein. Aber er könnte dann eben der Trigger gewesen sein, warum weitere kleine Filamente in dieser Molekülwolke durch die Schockwelle komprimiert wurden und kollabiert sind. Und eben als Indiz dafür haben wir dieses seltene Isotop Aluminium-26, von dem wir noch eben sozusagen die knöchernen Überreste in Form des Zerfallsprodukts des Magnesium-26 finden. Gibt von einem Zuschauer noch die Frage, ich lese sie mal vor, ist es möglich, dass sich in unserem Sonnensystem in kosmisch gesehen nächster Zeit weitere ähnliche Phänomene ereignen, wie die Überholung in Anführungsstrichen von Neptun und Pluto? Naja, wenn wir den Modellrechnungen glauben, die dort von dieser Nizza-Gruppe angestellt werden, dann sollten die nächsten Milliarden Jahre sehr Ruhig sein. ruhig und gemäßigt sein. Also in dem Sinne steht eine eher ruhige Zukunft uns bevor dort. Also in unserem Sonnensystem können wir keine großen Katastrophen oder solche Ereignisse erwarten. Es können natürlich von außen noch verschiedenste Dinge, eine nahe Supernova, eine sehr nahe Supernova, wäre kein Spaß mehr. Und also so etwas könnte noch passieren. Ja, ich hätte da noch eine andere Frage. Ich habe mal eine wunderbare kleine Arbeit gelesen, dass es also sowas gibt wie weiße Zwerge, die riesige Diamanten darstellen, eben auch als Endprodukt sozusagen einer Sterngeschichte. Ist das realistisch? Gibt es sowas? Ist sowas mal beobachtet? Oder haben wir so eine extreme Kohlenstoffanreicherung, also in einem von diesen, sagen wir, quasi toten Sternen? Naja, weiße Zwerge sind ja so ein bisschen die Endprodukte der Entwicklung von Sternen, so etwa von Sonnenmasse. Ja. So die ganz großen, wie gesagt, die blasen als Supernova raus und hinterlassen nur ein schwarzes Loch. Aber ein kleinerer Stern wie unsere Sonne, die endet dann als weißer Zwerg, nachdem sich vorher dieses rote Riesenstadium kurz aufgebläht hat, nochmal gemacht und dann fällt sie in sich zusammen. Und zu einem wirklich winzigen, deshalb weißer Zwerg. In diesem roten Riesenstadium, da brennt nicht nur Wasserstoff zu Helium, sondern auch Helium zu Kohlenstoff, eventuell weiter zu Sauerstoff. Und genau bin ich da kein Spezialist, aber es ist durchaus denkbar, dass für manche Sterne das meiste, was dann überbleibt, Kohlenstoff darstellt. Und die Materie ist natürlich extrem dicht. Ob das nun ein Diamant-Kristallgitter ist, glaube ich nicht unbedingt. Die Materie ist viel dichter als in einem Diamanten dort gepackt. Aber dass das meiste aus Kohlenstoff bestehen könnte, halte ich für gut denkbar. Ich fand das eine charmante Idee, dass da draußen irgendwo im Kosmos solche Riesendiamanten vagabundieren. Das fand ich also schon irgendwie ganz amüsant, muss ich sagen. Wir haben noch eine Frage im Chat. Herr Christensen, können Sie bitte die Hintergründe erklären, warum die Rotationsgeschwindigkeit von Festkörpern größer ist als die der umgebenden Gase, sodass dann der bremsende Effekt zum Pulk hinwirkt? Achso, ja, in dem protoplanetaren Nebel. Ich hatte ja erwähnt, die festen Körper kreisen ein klein wenig schneller als das Gas. Das liegt daran, auf die festen Körper wirkt zunächst einmal nur die Schwerkraft der Sonne, des Zentralsterns, und dann kreisen sie nach den Keplerschen Gesetzen. Für das Gas aber wirkt zusätzlich noch der Druckgradient, der Druckunterschied zwischen dem innendichteren Gas und dem äußeren dünneren Gas.
Bei dem kreisenden festen Körpern muss also die Zentrifugalkraft durch ihre Kreisbewegung nur die Schwerkraft kompensieren. Aber bei dem kreisenden Gas muss diese Zentrifugalkraft auch noch diesen kleinen Druckgradienten mit ausgleichen. Deshalb kreist das Gas ein klein wenig langsamer. Und deshalb erfahren die, wie die Radrennfahrer, erfahren die so ein bisschen Gegenwind. Gut, haben wir noch Fragen? Thomas, noch Fragen? Keine Fragen mehr. Alles klar. Fragen gibt es bestimmt noch viele, aber ich denke, wir sind auch schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Ich bedanke mich jetzt nochmal herzlich auch bei den Fragestellern. Ich denke, das hat zur Aufklärung vieler Probleme beigetragen, die wir haben bei der ganzen Entstehung des Sonnensystems und all den Prozessen. Ich denke, wir könnten noch tagelang über vieles reden, aber ich denke schon, dass wir alle gemeinsam jetzt einen schönen Überblick über das kriegen, auch als Vorbereitung für die nächsten Vorträge, die kommen, vor allem dann für am nächsten Dienstag dann von Harald Hiesinger, der uns dann was erzählen wird über die Geschichte des Mondes, der natürlich auch eine erhebliche Bedeutung für die Bewohnbarkeit unseres Planeten hat. Und in dem Sinne wünsche ich uns allen einen guten Abend und noch einen entspannten Abend. Dankeschön. Herzlichen Dank. Tschüss. Danke auch.